Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und heute geht's um ein richtig kleines, geiles und auch noch relativ günstiges Mikrofon. Meiner Meinung nach sogar das perfekte Mikrofon zum Vlogging. Das Ding heißt Daiti D4 Duo und wieso es auch nicht nur fürs Vlogging interessant ist, das erkläre ich euch in diesem Video, also Film ab. Das Daiti D4 Duo sieht so ein bisschen so ähnlich aus wie ein Rode Video Micro. Hat einen ähnlichen Formfaktor, nur dass das Video Micro nicht so gut verarbeitet ist. Aber das Interessante an dem hier ist das Duo im Namen. Würde ja keinen Sinn machen, da Duo reinzuschreiben, wenn das Duo nicht irgendeine besondere Bedeutung hätte. Und genau das ist der Punkt. Denn dieses Mikrofon hier sind eigentlich zwei Mikrofone. Es hat eine vordere Mikrofonkapsel und eine hintere Mikrofonkapsel. Und das ist einer der Punkte, der uns beim Vlogging mit anderen Mikrofonen, wie zum Beispiel hier dem Rode VideoMic NTG, ziemlich genervt hat. Denn jedes Mal, wenn die Person, die hinter der Kamera steht, geredet hat, hat man das einfach durch die Richtcharakteristik schlechter verstanden. Das heißt, wenn ich gefilmt habe, zum Beispiel Micha gefilmt habe und mich mit ihm unterhalten habe, dann war das bei anderen Mikrofonen so, dass man eben nur die andere Person gehört hat. Und das war dann in der Nachbearbeitung ein ziemlicher Krampf, das immer so zu machen, dass man dann einen Cut setzt oder halt einen Keyframe setzt und dann die Tonspur höher zieht, wenn der hinter der Kamera redet und so weiter und so fort. Und wenn man vloggt, dann hat man es doch aber oft, dass man jemanden vor der Kamera hat, der redet und jemanden hinter der Kamera hat, der redet. Und genau da kommt das Daiti D4 Duo ins Spiel, durch diese zwei Kapseln. Das hat hier oben drauf einen kleinen Umschalter. Wenn es nach vorne steht, dann ist die vordere Kapsel exklusiv aktiv und versorgt beide Stereokanäle mit Ton. Stellt man aber den Schalter nach hinten, dann nimmt die vordere Kapsel den rechten Kanal und die hintere Kapsel den linken Kanal auf. So, dass man ein getrenntes Audiosignal von vor und hinter der Kamera hat und beide Personen gleich gut versteht. Und ihr habt es sogar schon gehört, ihr habt das nämlich bei unserem Thüringen-Vlog gehört. Dort hat es richtig gut funktioniert, ich war damit sehr zufrieden im Nachhinein und es hat mir echt mega gut gefallen. Coole Location, nur leider macht das Licht nicht mehr so richtig mit. Ja, kann man so nicht sagen, das Licht ist gerade eigentlich pornös, nur es kommt hier nicht unten an. Und zudem ist der See halt sehr wellig, man kann keine schönen Reflexionen gerade fotografieren, ist ein bisschen schade. Ansonsten ist der Vordergrund ziemlich cool mit diesem verlassenen Haus oder den Hausresten, verlassenes Haus ist ein bisschen übertrieben. Das Schöne beim Vlogging an diesem Mikrofon ist aber auch noch, es braucht keinen Strom. Es hat keine integrierte Batterie. Es wird nur über die 3,5 mm Klinke von der Kamera mit sogenannter Phantom-Power oder auch Plug-in-Power versorgt. Die betreibt das Mikrofon quasi passiv, so dass es keine eigene Batterie braucht. Das ist natürlich auch mega praktisch, da so eben die Batterie niemals leer gehen kann. Das heißt, ich würde mich dann quasi einerseits ordentlich hören, wenn die Kamera auf mich gerichtet ist, aber ich würde mich auch ordentlich hören, wenn ich die Kamera auf irgendwas anderes richte. Und das ist einfach ein mega Vorteil. Das war für mich der Punkt, der mich sowohl in Island als auch in Bayern sogar noch mehr gestört hat, weil das schon angesprochene Rode VideoMic NTG einfach eine ziemlich extreme Richtcharakteristik hat, was natürlich eigentlich super schön ist, weil es dadurch den Ton von vorne sehr, sehr genau isoliert und wenig Nebengeräusche zulässt. Aber ja, dann ist ja quasi die Stimme von hinten, von hinter der Kamera auch ein Nebengeräusch und die hat man dann eben leider auch nicht gehört. Noch dazu halt hier Akku drinne, der geladen werden muss. Zwar nicht sehr oft, aber trotzdem, kein Akku ist auch nichts, was leer gehen kann und ist auch nichts, was sich abnutzen kann mit der Zeit. Das sind zwei mega Vorteile. Und noch ein Riesenvorteil von diesem kleinen Mikrofon, ganz abgesehen von den tollen Eigenschaften fürs Vlogging, ist die Tatsache, dass ich damit meine Kamera mit zwei separaten Mikrofonspuren versehen kann. Denn schaltet man das Mikrofon um auf die hintere Stellung, wo quasi vordere und hintere Kapsel getrennt gespeichert werden oder aufgezeichnet werden, dann kann ich dieses kleine Loch hier an der Seite, vielleicht hat sich der eine oder andere schon gewundert, warum da Input dran steht, als separaten Mikrofoneingang verwenden. Ich kann dann hier zum Beispiel einfach ein Lavalier-Mikrofon anschließen und das wird dann auf der rechten Stereotonspur gespeichert, wo vorher das hintere Kapselsignal gespeichert wurde. Das heißt, die Kapsel ist dann deaktiviert und dafür aber das daran angeschlossene Mikrofon. Das kann entweder ein Lavalier-Mikrofon direkt sein oder auch eine Funkstrecke. Finde ich super praktisch, denn so hat man ohne nerviges Splitterkabel
zwei getrennte Stereo-Tonspuren von unterschiedlichen Mikrofonen. Das ist sonst gar nicht so einfach. Mitgeliefert beim Daiti D4 Duo wird das eigentliche Mikrofon, übrigens aus Metall, also ordentlich verarbeitet. Und dadurch, dass es keinen Akku hat, lebt das Ding wahrscheinlich ewig. Dann ein Shock-Mount. Raikotti heißen die Dinger, glaube ich. Da klipst man das Ding ein. Das nötige Kabel, um das Tonsignal in die Kamera zu bekommen. Und noch dazu, für den Outdoor-Einsatz wichtig, zwei Windpuschel bzw. Dead Cats. Eine für die vordere und eine für die hintere Kapsel. Dann sieht das so aus und man sieht eigentlich nicht mehr viel vom Mikrofon. Aber abgesehen von dem Thüringen-Vlog, wo ich euch schon erzählt habe, dass wir den damals mit diesem Mikrofon aufgenommen haben, erzähle ich euch jetzt mal kurz so ein bisschen was zur Tonqualität und da hören wir erstmal rein und machen einen kleinen Blindtest. Mal sehen, ob einer von euch schon erraten kann, welches denn jetzt das Daiti D4 Duo ist. Und schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, ohne zu cheaten und weiter hinterzuspringen. Würde mich echt interessieren, wer es auf Anhieb rausfindet, welches Mikrofon welches ist. Los geht's. Das Wort Nifty übersetzt man nämlich laut Wörterbuch mit flott, schlau, fix, elegant, ausgetüftelt, raffiniert oder eben Synonymen davon. Ich konnte dieser Bezeichnung für 50-1.8 Objektive eigentlich nie so richtig viel Sinn abgewinnen, denn kein 50-1.8, was ich jemals hatte, egal ob für Nikon, Sony oder jetzt Canon, wurde auch nur ansatzweise einem dieser Worte gerecht. Das Ding ist nicht besonders flott, nicht besonders schnell, nicht besonders schlau, nicht besonders fix, elegant und auch nicht raffiniert. Aber naja, die Dinger heißen nun mal so, weshalb das aber so ist, keine Ahnung. Okay, jetzt mal Hand aufs Herz, ganz ehrlich, habt ihr jetzt gecheckt, welches das Daiti war und welches die anderen waren? Naja, auf jeden Fall gibt's hier die Auflösung. Und jetzt hören wir nochmal kurz rein mit Auflösung, also wo ihr schon wisst, welches Mikrofon denn im Endeffekt welches ist. Denn ich finde die Unterschiede gar nicht so krass. Die Mikrofone befinden sich in ca. 50 cm Abstand zu meinem Mund, auf meinem Mund gerichtet. Nifty übersetzt man laut Wörterbuch mit schlau, flott, fix, elegant, ausgetüftelt, raffiniert oder eben Synonymen davon. Ich konnte aber dieser Bezeichnung für 50-1.8 Objektive nie so richtig viel Sinn abgewinnen, denn kein 50-1.8, was ich jemals hatte, egal ob für Nikon, Sony oder jetzt auch Canon, wurde auch nur einem dieser Worte irgendwie gerecht. Das Ding ist nicht besonders flott, nicht besonders schlau, nicht fix, nicht elegant und auch nicht ausgesprochen raffiniert. Aber naja, die Dinger heißen nun mal so. Weshalb das so ist, keine Ahnung. Also ich finde, das klingt richtig, richtig solide. Also ich werde das demnächst, falls wir doch mal wieder die Möglichkeit haben, eine Fotoreise zu machen, definitiv zum Vlogging verwenden. Vielleicht nicht so viel Bass wie das Rode VideoMic NTG und auch nicht ganz so klar wie das Sennheiser MKH416, kostet aber eben auch nur 100 Euro, hat keinen integrierten Akku und den, wie schon angesprochen, Dual-Kapselbetrieb und einen separaten Mikrofoneingang. Und auch beim Rauschen schneidet es nicht schlechter ab als die anderen verglichenen Mikrofone, die ich jetzt eben gerade hier zur Hand hatte. Also, was denkt ihr, wäre das Daiti D4 Duo was für euch? Also ich habe es mir selbst gekauft und habe es nicht bereut. Ich muss sagen, es ist vielleicht nicht das beste Mikrofon, was ich jemals hatte, aber es ist das praktischste Mikrofon, was ich bisher hatte. Denn es macht genau das, was ich erwarte, wenn ich eben meine Kamera mit rausnehme, um dort zu vloggen. Und sogar noch ein bisschen mehr. Naja, Links zu dem Teil findet ihr unten in der Videobeschreibung und wenn ihr über diese Links einkauft, dann unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt damit dafür, dass wir weiterhin solche Videos und natürlich auch andere Videos machen können. Ansonsten findet ihr, ich würde sagen, hier noch zwei weitere Audio-Themen-Videos, würde ich sagen, oder auch den Thüringen-Vlog, wo wir das Mikrofon exklusiv verwendet haben. Auf jeden Fall habt ihr hier die Wahl und ich sag dann mal, ciao, bis zum nächsten Mal.